Vom Eis befreit sich Strom und Bäche durch das Frühlingshollen belebenden Blick. Zum Osterspaziergang in unser Frankfurt nimmt der Beppi euch jetzt virtuell mit. Ja, und jetzt stehen wir hier vom Römer. Also nicht genau vom Römer, wir stehen vom Haus Limburg. Das ist eines der drei Gebäude des Römer-Ensembles. Und ganz wichtig hier, da oben, der Lauscher. Der Lauscher war der erste Whistleblower hier in Frankfurt. Der hat sich bei geheimen Plenarsitzungen, ich weiß ja, wie so Plenarsitzungen abgehen, das ist ja heute nicht mehr geheim, heute geht das ja alles virtuell. Das heißt, wenn wir auch mal Häschen, das heißt, wenn wir uns prügeln da oben im Plenarsaal, da hört es die ganze Welt mit, da kann die ganze Welt hören, was für ein Zeug da manchmal gebabbelt wird und ich sage jetzt keine Namen. Und ja, auf jeden Fall, der Lauscher war der erste Whistleblower von Frankfurt, der hat sich nämlich im Kachelofen versteckt. Im Kachelofen von dem Sitzungssaal damals, den konnte man von hinten befeuern. Im Sommer ging das natürlich nur, im Winter hätte er gelitten. Und wie man sieht, er hat einen Notizblock und er hascht und er schreibt sich das alles mit. Und deswegen war in der Presse manchmal etwas damals schon veröffentlicht, bevor es überhaupt damals an die Öffentlichkeit kam. Und deswegen hatte Lauscher da oben sein kleines Denkmal hier am Römergebäude bekommen. Ja, und könnt ihr mal vorbeigehen, ist ein kleiner Geheimtipp, aber nur zu zweit im Moment, ja, beim Spazierengehen, ganz wichtig. Und wenn ihr mal eine Plenarsitzung erleben wollt, dann wisst ihr auch, dass die öffentlich sind, wenn es wieder soweit ist. Einfach Büro der Stadtverordnetenversammlung anrufen, dann könnt ihr euch mal eine Plenarsitzung bei uns in Frankfurt mal live anschauen. Ja, so sind wir. Wir lassen auch jeden zu, jeder darf bei uns mal rein und darf mal mitforschen. Aber ich sag's euch nochmal, zufrieden, jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hier auf dem Römerbesch. Ja. Alles untersagt. Ja. Da lauft doch bis Fechner ein. Das kennen wir hier.